Entscheidend für eine Patientin ist immer, welche Therapie ist die richtige, respektive welche Therapie ist die optimale für die Patientin. Und da möchten wir wirklich Richtung personalisierte Therapieplanung gehen. Das heißt, wir wollen bestimmen, welche Therapie wird bei dieser Patientin genau ansprechen. Um eine solche maßgeschneiderte Behandlung vorzubereiten, müssen wir die Patientin kennen, ihr Alter, Menopausenstatus, andere Krankheiten, ihre Wünsche, Präferenzen und andererseits auch den Tumor möglichst genau kennen. Wir müssen wissen, wie groß er ist, wie er sich verhält und auch im Labor spezielle Untersuchungen durchführen, ob er zum Beispiel auf Östrogene anspricht oder nicht, ob gewisse Wachstumsfaktoren wie HER2 überexprimiert sind oder nicht. Und je nach diesen Faktoren wird die Behandlung dann ganz individualisiert vorgeschlagen. Es gibt auch Biomarker im Blut, die quasi im Blut herumschwimmen und vom Tumor stammen, abgeschilfert wurden. Und man kann mit diesen Markern kann man eine Aussage machen über die Art des Tumors zum einen, aber auch über die Menge des Tumors, der im Körper ist, zum anderen. Also wenn viel Biomarker herumschwimmt, kann man davon ausgehen, dass der Patient mit mehr Tumor befallen ist. Also es gibt nicht einen Biomarker für alle Situationen oder einen Biomarker für alle Tumoren, sondern das muss haargenau zugeschnitten sein auf die Krankheit und auf die Situation beim Patienten. Meine Diagnose Brustkrebs erhielt ich im Dezember 2010, worauf ich innerhalb 7 Tagen operiert wurde. Im Januar 2011 begann bereits die Chemotherapie, darauf folgte die Hormontherapie und die Bestrahlungen schlossen dann die ganze Therapiewelle im Herbst 2011. Für die Behandlung des Brustkrebs gibt es mehrere Möglichkeiten, die einzeln oder auch in Kombination durchgeführt werden. Zuerst natürlich die Operation, dann häufig auch eine Strahlentherapie und zusätzliche medikamentöse Behandlungen. Diese medikamentösen Behandlungen können Hormonbehandlungen sein, können Chemotherapien sein oder auch Immuntherapien. Die Vorteile einer Behandlung mit Antikörpern gegenüber einer Chemotherapie sind relativ weitreichend. Ja, eine Chemotherapie hat große Nebenwirkungen, kann große Nebenwirkungen haben. Das sind die Nebenwirkungen, die wir kennen. Das kann Haarausfall sein, das kann Übelkeit sein, das kann Verstopfung sein, Durchfall sein, die Blutzellen, die schlecht werden und damit die Infektanfälligkeit, die erhöht ist. Alle diese Nebenwirkungen haben wir durch die gezielten Antikörpertherapien nicht, weil diese Antikörper eben nur auf diese Zellen wirken, die eine Andockstation haben und somit das Wachstum und die Teilung dieser Zellen gehemmt wird. Jedoch nicht wie bei einer Chemotherapie, dass alle Zellen im Körper angegriffen werden und eben gehemmt werden und somit Schädigungen auftreten. Das heißt, eine Antikörpertherapie ist für die Patientin sehr, sehr viel besser verträglich. Gerade mit den Antikörpern, die in der Brustkrebstherapie jetzt eingesetzt werden können, da war es möglich zu erreichen, dass Patientinnen, die bereits Metastasen haben, eine deutlich längere Überlebenszeit hatten. Und bei Patientinnen, die keine Metastasen hatten, die aber einen Brustkrebs haben, der sehr aggressiv wächst, wo die Prognose sehr schlecht war, da konnte durch diese Antikörpertherapie heute, kann man erreichen, dass diese Patientinnen ein gleich gute Überlebenschance haben wie andere Patientinnen, die einen weniger aggressiven Brustkrebs haben. Und das sind ganz, ganz große Schritte, die man vorwärts gegangen ist und die die letzten 10, 15, 20 Jahre sicher die größten Vorteile in der Brustkrebstherapie gezeigt haben. Chemotherapie ist machbar. Hormontherapie war noch viel angenehmer, darf ich wirklich sagen. Keine Nebenwirkungen. Ich erhielt die Infusionen, hatte sehr gute Gespräche mit liebenswürdigen Menschen im Pflegepersonal, im Spital. Es war mir jedes Mal wirklich, darf ich sagen, eine Freude, in die onkologische Abteilung zu gehen, was ich sicher am Anfang der Diagnose nie gedacht hätte.